Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über die verschiedenen Angebote und Kosten bei RTL Plus. In den nächsten Minuten erfährst du alles, was du über das Streaming-Angebot dieses populären deutschen Fernsehsenders wissen musst. RTL Plus hat eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Ursprünglich hieß der Dienst TV Now, bis er vor 3 Jahren in RTL Plus umbenannt wurde. Mit dem Relaunch von TV Now zu RTL Plus kamen auch neue Abonnementmodelle hinzu, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Zuschauer gerecht zu werden. Das Einstiegsmodell bei RTL Plus ist der kostenlose Zugang RTL Plus Free. Hiermit kannst du eine große Mediathek nutzen und viele Sendungen noch bis zu 7 Tage nach der TV-Ausstrahlung streamen. Allerdings sind hier die Streams auf SD-Qualität beschränkt. Wenn dir Bildqualität wichtig ist, gibt es mit RTL Plus Live Only für nur 2,99 Euro im Monat die privaten RTL-Sender in Full HD. Allerdings sind hier einige Premium-Kanäle nicht enthalten und du kannst diesen Dienst nur im Browser nutzen. Streaming über den Smart TV oder Fire TV Stick gibt es mit dieser Abo-Variante leider nicht. Das beliebteste Bezahlmodell ist wohl RTL Plus, Premium für 6,99 Euro pro Monat. Damit bekommst du werbefreies Streaming in HD, exklusive RTL-Inhalte und kannst auf Smartphones oder Tablets deine Lieblingssendungen auch unterwegs genießen. Das Top-Angebot ist RTL Plus Max für 12,99 Euro im Monat. Du erhältst alle Vorteile von Premium, zusätzlich einen Zugang zur Musik-Flatrate von Deezer, die Möglichkeit zum Download für Offline-Nutzung und nur noch sehr wenig Werbung. Für Familien und Gruppen gibt es auch ein interessantes Angebot, RTL Plus Family für 18,99 Euro im Monat. Dieses Paket beinhaltet alle Vorteile von RTL Plus Max und bietet dir noch ein paar Zusatzfeatures. Der größte Vorteil ist, dass du mit RTL Plus Family auf bis zu 4 Geräten gleichzeitig streamen kannst. So können unterschiedliche Familienmitglieder oder WG-Bewohner parallel verschiedene Inhalte sehen, ohne sich gegenseitig zu stören. Gleiches gilt beim Musikstreaming. Hier bekommst du 2 statt 1 gleichzeitigen Stream. RTL Plus Family ist also die ideale Wahl, wenn du dein Streaming-Abo mit deiner Familie oder deiner WG teilen möchtest. Alle können gleichzeitig verschiedene Inhalte genießen und so das Beste aus dem riesigen Angebot von RTL Plus herausholen. Abschließend möchte ich erwähnen, dass du alle Bezahl-Abos 30 Tage lang kostenlos testen kannst. So findest du ganz einfach heraus, ob RTL Plus zu deinen Streaming-Vorlieben passt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei Fragen schreib mir gerne in die Kommentare.